Willkommen auf meinem Spielplatz, es ist an der Zeit für Small Feather Games und die Knarre liegt bereit. Ob bei Call of Duty oder Battlefield, ich kenne keinen anderen, der hier noch viel krasser spielt. Also los, Diabos, hebt ihr Daumen, ihr könnt euren Augen trauen. Dieser Let's Player versetzt alle einfach in Staunen. Das ist der Halo-Effekt, du findest alles Gute hier. Und am Ende des Tages merkst du, er ist hier das Alpha-Tier. Tja, die haben jetzt einen Trailer über Halo 5. Viele werden Halo 5 halt als Let's Play raushauen und da ist natürlich die Frage, warum sollte ausgerechnet ich das noch machen, wenn sowieso kaum einer zugucken wird. Aber das ist mir eigentlich auch weitgehend egal, weil ich verbinde mit Halo so viel geile Vergangenheit. Alles angefangen hat es damals mit Halo 1 als Demo-Version auf dem Computer, das mich mein Vater hat spielen lassen. Da war ich 11, 12 Jahre alt. Ich hab's einfach geliebt, diese eine Demo, ich hab's geliebt. Katakomben, glaube ich, hieß dieses Level. Hat meine Mutter halt zu Weihnachten die erste Xbox bekommen. Und da habe ich gesagt, ey, ich will auch mal Halo 1 jetzt wirklich für das haben. Dann haben ich und mein bester Kumpel, der Raptor, rauf und runter, auch der Axis rauf und runter. Wir haben die Halo 1 Kampagne die ganze Zeit auf Legendär gespielt. Dann haben wir das halt irgendwann so oft gesucht. Und dann war Halo 2 draußen. Dann haben wir das durchgerammelt, wie blöd. Ohne Unterbrechung. Allein, dass du in Halo 2 schon den Gebieter spielen konntest, ja. So gerne als Gebieter unterwegs, ich habe das immer rauf und runter gespielt, vor allem wirklich die Level als Gebieter. Das war einfach wieder was vollkommen anderes, es hat dich wieder richtig gepackt, weil es wieder komplett andere Grundstory mit reingebaut hat, durch diesen A-Bieter oder G-Bieter. Und es war einfach mega cool, es hat wirklich riesen Fun gemacht. Was kann der Gebieter jetzt tun? Tja. Und dann kam einmal das verhängnisvolle Weihnachten. Weihnachten 2006, 2007, als ich dann Halo 3 mit der Xbox 360 bekommen habe, da war es Feierabend. Da war sowas von Feierabend. Ich habe die Kampagne erstmal nur so gespielt und dann hatte ich aber bei mir im Zimmer kein Internet. Also musste ich immer rüber zu meiner Schwester gehen und dort immer zocken. Und das habe ich beim ersten Mal, habe ich genau 12 Stunden am Stück gespielt. Meine Schwester ging um 12 Uhr, habe ich mich in ihr Zimmer verkrochen, habe gespielt. Und da habe ich den Stecker nicht richtig reingemacht. Da hatte ich 12 Stunden, dann habe ich online gespielt, ohne Sound. Aber es war mir so egal, weil ich einfach so geflasht war. Ich fand es mega cool. Und dann das Spiel einfach nochmal gesehen, die Grafik gesehen, einfach, ich war einfach weg. Ich war in meiner Welt. Und da fing es auch an, dass ich echt... soziale Kontakte, also die Real-Life-sozialen Kontakte waren alle irgendwo weiter hinten angestellt. Mein bester Kumpel und mein Cousin, die waren noch mit dabei und unser gemeinsamer Kumpel, die waren auch noch mit dann drinne. Wir haben Halo 3 gespielt und online gespielt und wir haben es geliebt. Es war einfach unsere Welt. Hab da auch wirklich, muss ich ganz ehrlich sagen, ziemlich viel soziale Kontakte habe ich halt dabei auch ziemlich vergrault. Auch meine Familie hat ein bisschen Bammel davor gehabt. Aber wenn ich etwas Sucht nennen konnte, was ich wirklich gesuchtet habe, dann war es wohl Halo 3. Dann kam Halo Reach, vor allem weil ich die Bücher alle gelesen habe. Und dann Halo Reach einfach spielen zu können, das war ein Muss, das war super geil. Aber da habe ich den ersten Stachel in die Fresse gekriegt, da habe ich nicht mehr Gebieter spielen können. Das war vollkommen scheiße. Aber ich fand es halt geil, du konntest halt wirklich dieses Endszenario halt spielen. Und gut, weil du konntest halt online dann auch nicht... Eliten spielen, das wäre vielleicht nochmal ganz cool gewesen, aber gut, das ist halt eine andere Sache. Kampagne ist klar, kannst jetzt keine Eliten mit einbauen, aber online hätte ich schon ganz gerne gehabt, dass ich mal ein Eliten spielen hätte können, aber da habe ich noch ein Auge zugedrückt, ich habe gesagt, ey, ist cool. Dann kam halt zwischendurch noch Halo Anniversary, ach, war das schön. Weißt du schon, das waren 10 Jahre schon knapp her halt, und du fandst einfach geil, es war Anniversary, das alte Spiel, nur mal ein besserer Grafik, was du schon gesuchtet hast, wie blöd. Es war einfach schön, das zu sehen. Dann kam die Master Chief Collection. Ich hatte nicht mal Xbox One gehabt und hab mir schon die Master Chief Collection gekauft. Es ist einfach, weil ich so blöd bin. Hauptsache das schon mal ran. Weitergemacht, dann mit Halo 4. Für mich leider ein so großer Reinfall gewesen mit 343.
sie haben echt so viel Müll reingebaut. Bei Halo Reach konnte das noch okay. Da waren dann diese Jetpacks und also diese Rüstungseffekte. Okay, gut, ja, das konnte ich noch. Aber Halo 4 war in der Kampagne so bescheuert, weil du urplötzlich gegen die Forerunners gekämpft hast. Du hast die ganze Zeit nur von denen gehört und urplötzlich waren sie da. Boom! So, dann hast du diesen einen Gegner gehabt. Jetzt komme ich nicht mehr auf den Namen. Du hattest den Gegner gehabt. Und es hat, du hast ihn total dumm besiegt irgendwie. Es war total bescheuert. Du hast ihn total dumm besiegt. Tartarus. Wisst ihr, Halo 2 kann ich mich an den Namen von Endgegner erinnern. Tartarus. Weißt du, an den kann ich mich erinnern. Aber an den Typen von Halo 4 nicht, weil der einfach so unwichtig war für mich. Ich hatte keinen Bezug zu ihm irgendwie gehabt. Tartarus wusste ich halt, der Arsch. Der hat meine Eliten einfach mal vom Thron geschossen. Was soll das? Weißt du, so eine Bro-Angelegenheit. Deswegen konnte ich das halt nochmal, hatte ich da wenigstens noch gewissen Kontakt zu dem gehabt. Die Online-Scheiße, es war einfach zu viel Call of Duty-Scheiße. Es war einfach richtig nur noch Call of Duty und so Müll. Das wollte ich nicht. Wenn ich Call of Duty spielen will, spiele ich Call of Duty. Wenn ich Halo spielen will, spiele ich Halo. Wenn ich Battlefield spielen will, spiele ich Battlefield. Ja, einmal diese schöne Angelegenheit. Du musst dir das neue Call of Duty Advanced Warfare holen. Ich so, wieso? Hat Eigenschaften von Titanfall. Ich habe Titanfall auch gespielt gerne, ja. Nur, wenn ich Titanfall-Eigenschaften haben will, dann spiele ich Titanfall. Weißt du, dieses ganze Geklaue jedes Mal. Und dann haben sie halt wirklich versucht, von Call of Duty zu klauen und viel zu viel Action. Und als ich dann Halo 5 Trailer gesehen habe, habe ich auch schon gesagt, boah, Leute, das sind viel zu viele Bum-Bum-Knalleffekte und viel zu viel Action-Scheiße. Und ich den Trailer gesehen habe, wie sie den Berg runterlaufen und dann rüberspringen und alles niederwalzen. Das sind keine Spartans, weißt du? Für mich ist Spartan, ey, du bist eine Figur oder du bist von mir aus auch mehrere Spartans. Das habe ich auch bei Halo Reach schon scheiße gefunden, dass der coole Sprüche gehauen haben. Habt ihr euch mal die Bücher durchgelesen? Das haben sie im Buch nicht so gemacht. In Reach hauen so coole Sprüche raus. Na gut, das sind ja Sachen, die man sich drüber streiten kann. Auch in Halo 4, als das Spartans kam, das waren so keine Miniaturfiguren von einem Spartan. Weißt du, da kannst du nicht ernst nehmen, sowas. Halo 5, diese Waffenmodifikation, wenn ich das richtig interpretiere, dass ja deine eigenen Aufsätze drauf waren. Es hat alles wirklich nichts mehr mit Halo zu tun. Von der Kampagne erwarte ich jetzt vielleicht ein bisschen Action. Alles, das ein bisschen aufgefrischt wird, was in dem letzten passiert ist. Und dass jetzt alles irgendwie mal Zusammenhalt kommt. Und dass die von 343 ihr Versprechen wirklich einhalten. Weil damals, als ich gesagt habe, Halo 4 ist scheiße, hat jeder gesagt, wie kannst du bloß so blöd sein? Und dann 343 gesagt hat, ey, sorry, wir haben Halo 4 voll verkackt. Haben alle anderen gesagt, yo, Halo 4 ist scheiße. Ich hoffe mir von Halo 5, dass sie mir wieder zeigen, warum ich eigentlich ein Zocker bin. Es gab kaum noch ein Spiel, woran ich wirklich so lange gesessen habe. Jetzt auch zur Zeit bin ich eigentlich nur auch, wenn überhaupt, mit dem Gameboy machen. Oder halt die Let's Plays. Aber das alles war nie so richtig fesselnd. Und ich hoffe mir wirklich, dass ich bei Halo 5 wieder weiß, warum du eigentlich damals diese ganzen sozialen Kontakte verloren hast oder auf Abstand gehalten hast und warum du eigentlich nächtelang an der Konsole saß und warum geflucht hast und warum du dich mit den Freunden gefeiert hast und warum du deinen Sieg geliebt hast und warum du nie Niederlage gehasst hast. All das wünsche ich mir wieder von Halo 5, ob jetzt Kampagne oder online, einfach dieses Gefühl, ja, hier bin ich, das ist es wieder. Das ist wieder das, was mich zum Zocker gemacht hat. Und darauf beruhen natürlich meine Hoffnungen bei Halo 5.